Moin moin ihr Lieben, wir machen weiter mit unserer sehr genauen Analyse der Bundesliga-Vereine nach den ersten drei bei Bayern 04 Leverkusen, nach den ersten vier Pflichtspielen, schauen uns an, wie ist das Team in die Saison gekommen, schauen uns an, welche Spieler sind Kaufempfehlungen in dem Verein, welche Spieler sind vielleicht Verkaufsempfehlungen, was erwarten wir für die Saison. Bayern 04 Leverkusen, Rang 8 aktuell, die erste Niederlage nach fast 500 Tagen, nach über 35 Bundesligaspielen. Richtig, richtig krass. Schauen wir uns jetzt sehr genau an, bevor wir damit einsteigen. Natürlich Last Call für dich fürs Top-11-Spiel. Genau, das heißt, wenn du weiter aktiv Bundesliga managen willst, dann jetzt einsteigen beim Top-11-Spiel. Wir steigen jetzt am dritten Spieltag hier auch mit dem Manager United Pokal ein. Das heißt, du hast hier noch die Möglichkeit, der erste Manager United Pokalsieger zu werden. Wenn dich das interessiert, www.manager-united.de. Absolut kostenlos. Ein Manager, ähnlich wie der Kicker, aber deutlich interaktiver. Du kannst aber auch easy mit Team behalten spielen und musst nicht deine komplette freie Zeit da reinstecken. Eine sehr, sehr starke Ergänzung, wie ich finde, selbstverständlich zum Kicker-Manager. So, jetzt schauen wir rein bei Bayer 04 Leverkusen. Schauen uns ganz kurz, bevor wir in die Pflichtspiele einsteigen, die Vorbereitung ein. Im Grunde genommen war es eine gute Vorbereitung, die Leverkusener geliefert haben. Man muss aber sagen, dass sie tatsächlich gegen Arsenal London dann so ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Und zwar mit einer Aufstellung, die eigentlich schon der Stammelf, ziemlich viel Stammelf-Potenzial hatte. Das muss man ganz klar sagen. Also nicht optimal der Saisonabschluss gegen Arsenal. Eine heftige 4:1 Niederlage mit wirklich Defensivpatzern, aber unter anderem einer, der dafür verantwortlich war. Kosunu ist mittlerweile gar nicht mehr im Team drin. Das war so die Vorbereitung, aber grundsätzlich war die Vorbereitung gut. Dann kam tatsächlich Supercup gegen den VfB aus Stuttgart. Wow, da war definitiv Pfeffer drin in diesem Spiel. Ging richtig ab für so einen Supercup. Richtig krass, wie ich finde. Man muss, also wenn ich das einordnen soll, das Spiel, dann würde ich sagen, dass die Stuttgarter tatsächlich bis zur 37. Minute, also vor dem Platzverweis, die bessere Mannschaft waren als Bayern 04 Leverkusen, das richtig, richtig, richtig stark gemacht haben, auch vor dem Platzverweis. Also das heißt, als es 11 gegen 11 noch war, fairerweise, ihr seht es ja auf der Einwechselliste, Tah ist reingekommen, Frimpong, Wirtz und Grimaldo. Das heißt, die Topspieler, die absoluten Topspieler, standen gar nicht auf dem Platz. Gehört zur Wahrheit dazu, wenn wir sagen, dass Stuttgart die erste Hälfte das bessere Team war, dann gehört für mich zur Wahrheit mit dazu, dass die absoluten Topspieler, natürlich sind Granit Xhaka und ein Boniface Topspieler, aber wirklich die Unterschiedsspieler Frimpong, Grimaldo, Wirtz, würde ich tatsächlich die drei nennen, waren nicht auf dem Platz, sind eingewechselt worden. Und dann gehört auch fairerweise mit dazu, dass Leverkusen in Unterzahl die letzte halbe Stunde das bessere Team war und die Stuttgarter wiederum an die Wand gespielt haben. Endeffekt war so, dass es ein Unentschieden gab und die Leverkusener sich dann doch relativ glücklich, was heißt glücklich, halt im Elfmeterschießen durchsetzen konnten. Spannend ist auch wieder, 88. Minute, Leverkusen hat zugeschlagen. So viel vielleicht zum Supercup und der Einordnung hier. Ähnlich geht es tatsächlich weiter, dann auch gegen Borussia Mönchengladbach. Hier haben die Leverkusener mit 2:0 geführt. Ich fand das Spiel aber tatsächlich nicht ganz so überragend oder so sicher, so souverän, defensiv tatsächlich so ein bisschen fahrig unterwegs gewesen. Die Topspieler, die ich gerade rausgestrichen habe, Frimpong, Grimaldo und Wirtz, auch tatsächlich für mich die besten Spieler auf dem Platz. Auch die konnten es nicht so ganz halten, aber was das Leistungsniveau betroffen hat. Und dann kam halt Gladbach tatsächlich zurück, hat sogar hier noch den Ausgleich gemacht in der 85. Minute. Und dann hat halt Leverkusen auch hier wieder zugeschlagen in der Nachspielzeit. Aber ich finde, man konnte anhand dieser Spiele schon merken, dass so die Souveränität ein bisschen ja noch nicht da ist. Hat sich noch nicht eingestellt zur neuen Saison, sagen wir es so. Beziehungsweise die drei Unterschiedsspieler sind auf jeden Fall am Start. Aber insgesamt ein bisschen löchrig, ein bisschen fahrig. Die Leverkusener auch schon gegen Gladbach. Gegen Carl Zeiss Jena dann einfach ein Katastrophenspiel. Beziehungsweise alles richtig gemacht. Erste Runde DFB-Pokal. Du wirst keine Verletzung haben. Du wirst dich nicht zu sehr anstrengen. Du wirst aber weiterkommen. Hat Leverkusen alles geschafft, wieder ohne Grimaldo, wieder ohne Frimpong, wieder ohne Wirtz, diesmal sogar ohne einen Granit Xhaka von Anfang an. Von dem her kann man da jetzt nicht viel kritisieren. Man muss aber sagen, es war als Spiel
kein Augenschmaus. So, viel vielleicht zum Pokal. Kommen wir jetzt zur Niederlage gegen gegen RB Leipzig. Wieder mit Grimaldo, wieder mit Frimpong, wieder mit Wirtz und auch wieder mit Granit Xhaka von Anfang an. Ganz, ganz starke erste Hälfte, würde ich tatsächlich sagen, bei Bayern 04 Leverkusen. Richtig, richtig gut. Gerade wieder auch die genannten Unterschiedsspieler, Frimpong, Grimaldo und Wirtz, haben mir tatsächlich gut gefallen. Und dann tatsächlich der richtig krasse Bruch mit dem sehr, sehr unnötigen 2:1 durch Kampel. Und dann eine zweite Halbzeit, die von RB Leipzig tatsächlich sehr, sehr gut geführt worden ist. Man muss aber auch sagen, Loisch Openda einfach unfassbar stark, wie er die Tore gemacht hat. Waren gar nicht so besondere Tore, wie ich finde, aber so unfassbar kaltschnäuzig, dieses ins kurze Eck zu schießen. Ihn fand ich bombenstark und das war so ein bisschen das Thema, was, glaube ich, Leverkusen tatsächlich hatte. Dass sie auf ein Team gestoßen sind, beziehungsweise mit Openda auf einen Stürmer oder auf einen Spieler, der seine Chancen einfach eiskalt genutzt hatte. Das hatten wir bei Gladbach tatsächlich nicht so. Hatten wir jetzt aber bei RB Leipzig von dem her eine wahnsinnig unnötige Niederlage. Aber vielleicht auch ganz gut, dass sie jetzt mal gekommen ist. Spannend ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter mit Bayern 04 Leverkusen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die komplett abbrechen werden, weil sie jetzt eine Niederlage eingesteckt haben. Ich bin mir relativ sicher, dass sie deutlich weniger Punkte holen werden als im letzten Jahr. Ich glaube aber trotzdem als Prognose, dass sie bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitspielen, weil auch Bayern München erhebliche Schwierigkeiten nach wie vor hat. Die haben es wirklich geschafft, alle Mannschaftsteile zu verbessern, außer die Innenverteidigung. Die haben sie verschlechtert. Richtig spannend finde ich diese Transferphase. Dortmund kommt mit neuem System noch überhaupt nicht zurecht, wie ich finde. Bin ich mal gespannt, wie lange Sahin daran festhält. Und RB Leipzig hat einfach nicht die Konstanz, die sie bräuchten, um zu dominieren zumindest. Deswegen sehr, sehr spannender Kampf, glaube ich, dieses Jahr um die Meisterschaft in der Bundesliga. Und Bayern 04 Leverkusen wird bis zum Ende mit dabei sein. Sie werden aber nicht, glaube ich, so dominant auftreten wie bisher. Schauen wir ganz kurz aufs Transferfenster bei den Leverkusenern. Die Abgabenseite hält sich wahnsinnig in Grenzen, muss man sagen. Richtig krass, wie sie das Team beisammenhalten konnten. Adam Lojek wurde wirklich für gutes Geld zur TSG aus Hoffenheim abgegeben. Und Kosunu hat sich verleihen lassen nach Atalanta. Und dann auf der Zugangsseite ein Terrier mit 20 Millionen. Bin ich mal gespannt. Bisher jetzt nicht wahnsinnig überzeugend, aber ist so ein bisschen der Holojek-Ersatz auf jeden Fall. Wir haben mit Alex Garcia im defensiven Mittelfeld einen Spieler mit dazu bekommen, wo eigentlich gar keiner gegangen ist. Wahrscheinlich so ein bisschen der Verletzungsanfälligkeit von Palacios und Andrich geschuldet, beziehungsweise eher, würde ich sogar sagen, ein Granit Xhaka-Ersatz, weil er tatsächlich offensiv und spielerisch sehr stark ist. Defensiv fehlt ihm die Bissigkeit von Garcia und von einem Andrich auch. Von dem her sehe ich hier eher den Granit Xhaka-Ersatz. Wir sehen ja jetzt schon, Granit Xhaka soll auch nicht komplett durchspielen. Ein Grimaldo wird geschont, ein Frimpong wird auch geschont, ein Wirtz wird mal geschont und da soll auch ein Granit Xhaka geschont werden. Belousian ist tatsächlich auch noch mit dazu gekommen. Wahnsinnig spannender Spieler als Linksfuß. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir haben Mukiele auch noch mit dazu bekommen. Hier nur neue Mukiele. Er ist so vielleicht der Stanisic-Ersatz. Belousian ist auch eher so zusätzlich noch hinzugekommen als Linksfuß. Die Hinkapje-Position vielleicht noch am ehesten, kann hier einiges spielen und wird hier auch Step-by-Step auf Spielzeit kommen. So sehe ich die Transfertätigkeiten bei den Leverkusenern. Schauen wir auf die Startelf, die jetzt so mal predicted wird gegen die TSG aus Hoffenheim. Hier haben wir eben rechts in der Dreierkette einen Tapsoba. Ich kann heute nicht weiterklicken, von dem her so ein bisschen schade. Genau, es gibt die typischen Positionen, wo einfach rotiert wird, wo es einfach unklar ist. Genau, von dem her schauen wir, würde ich sagen, eher auf die Kickerliste und gucken noch mal ganz kurz, welche Spieler sind Verkaufskandidaten oder welche kann man sich auch noch jetzt im Transferfenster eben hinzuholen. Wenn Cash in the Tash ist, dann holt man sich natürlich Grimaldo und Frimpong hinzu. Die sind überragend in die Saison gekommen. Ansonsten ist es von Hinkapje auch total in Ordnung.
Wäre jetzt aber kein Spieler, glaube ich, den ich mir aktiv bei 2,6 Millionen reinkaufen würde. Da finde ich Christian Günther tatsächlich gerade sehr, sehr interessant. Ich glaube, der spielt unter Schuster eine sehr gute Rolle wieder dieses Jahr. Arturo Belosion, wenn man auf die spekuliert hat, würde ich auch an den festhalten, weil sie werden ihre wenigen Einsatzzeiten auf jeden Fall bekommen. Aber es hat sich nichts gravierend geändert an der Einschätzung zu Beginn der Saison. Im Mittelfeld wird es natürlich überragend. Ansonsten wäre ein Andrich, also ein Hofmann wäre ein Spieler, den ich auf jeden Fall abgeben würde. Hätte ich aber auch gar nicht im Team gehabt, haben auch, glaube ich, kaum jemand im Team. Einem Andrich würde ich tatsächlich auch eher verkaufen. Er ist einfach zu teuer dafür, dass er sich jetzt auch ein bisschen Spielzeit teilen muss, weil Garcia und Xhaka auch durchaus zusammenspielen können. Ja, Garcia so ein bisschen unglücklich. Er hat mir gegen RB Leipzig eigentlich ganz gut gefallen. Ihm wurde der Gegentreffer sehr, sehr krass angehängt für 3,2 Millionen. Nur interessant würde ich sagen, wenn man ihn zum Beispiel mit einem Chienza zusammen koppelt und wenn Garcia nicht von Anfang an spielt, dann einen Chienza reinnimmt, dann werden sie punktetechnisch zusammen, glaube ich, ganz gut rocken. Ein Garcia alleine ohne Ersatzmann auf der Bank, ja, halte ich nicht für wahnsinnig sinnvoll. Wenn man gar keine Themen hat und hier einen Stöger draus machen könnte, werden wahrscheinlich mehr Punkte möglich sein bis zur Winterpause. Und im Sturm an einem Boniface würde ich nach wie vor festhalten. Das passt. Ein Patrick Schick werden die wenigsten im Team haben. Auch ein Teja und ein Terrier. Terrier und Teller, so richtig ausgesprochen. Bisher nicht wirklich was gezeigt. Amin Adli hat auch nicht wahnsinnig viel gezeigt. Ist total schwer zu sagen, wer hier wie gesetzt wird. Teller wäre eher so der Frimpong-Ersatz gewesen. Terrier und Adli sind dann so links hinter Boniface angesiedelt. Wenn ich gar keine Themen habe, würde ich sie auf jeden Fall tauschen. Ansonsten eher Prinzip Hoffnung, dass sich einer oder meiner dann durchsetzt und auch zu Punkten kommt. So würde ich Bayern 04 Leverkusen einschätzen. Bin sehr, sehr gespannt, wie sie die erste Niederlage verkraften. Ich glaube aber, ein Sieg gegen die TSG aus Hoffenheim wird die Antwort sein. Und jetzt freue ich mich tierisch, mich um den VfL Wolfsburg zu kümmern, der dieses Jahr eine sehr, sehr spannende Mannschaft an den Start bringt. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.